Zu einem neuen Video und heute geht es weiter mit FIFA 19 und dem FC Schalke 04 und wir spielen heute gegen Borussia Mönchengladbach. Aber bevor es hier richtig losgeht, gilt es noch ganz kurz zu sagen, dass dieses Video unterstützt ist von OneFootball, einer Fußball für dein Handy. Falls du dich noch nicht kennst und noch gar nicht auf deinem Handy, ja, schau mal gern in der Videobeschreibung vorbei. Dort findest du direkt den Link zur App. Und jetzt geht's also los mit Schalke. Wir spielen heute gegen Borussia Mönchengladbach am Intransengo für Stambouli. Ich würde sagen, das warten wir einfach mal ab. Wir müssen darauf gar nicht reagieren, den wollen wir auch eigentlich behalten. Und heute eben ein wichtiges Spiel gegen Gladbach. Wir haben 6 Punkte Rückstand auf die Bayern und das ist natürlich machbar. Das kann man durchaus noch aufholen in diesen, ja, noch 11 Spielen, die zu spielen sind. Aber bevor es hier gleich losgeht mit dem Gladbach-Spiel, gilt es auch ganz kurz zu sagen. Wir haben ja zuletzt gegen Slavia Prag eine überragende Partie gespielt. Vor allen Dingen auch eine überragende erste Hälfte mit 4:1 gewonnen. Da gab es leider Gottes manche Kommentare auch von euch. Auch von manchen, die eigentlich die Karriere verfolgten, schon bereits oder bereits länger verfolgten, dass ich das... die Spielschwierigkeit runtergestellt hätte, ist natürlich kompletter Schwachsinn. Man sieht da auch gerade jetzt hier in dem Bildschirm, da oben steht unter Borussia Park Legende. Danach klicke ich immer auf Spielen. Danach kann ich die Spielschwierigkeit gar nicht mehr verändern. Dann finde ich es schade, dass manche dann da meinen zu müssen, dass auf jeden Fall die Spielschwierigkeit geändert wurde. Deswegen sind wir weitergekommen. Es ist kompletter Schwachsinn. Wer die Karriere wirklich verfolgt hat, der weiß, wir hatten manche Spiele drin, wo wir richtig, richtig stark waren, wie gegen Prag. Und wir hatten auch manche Spiele drin, wo wir richtig, richtig schwach waren, wie im Hinspiel gegen Prag. Und das kann dann immer passieren, dass wir in einem Rückspiel, wo wir wissen, dass wir richtig was leisten müssen, auf einmal explodieren. Und das fand ich wirklich schlecht von vielen Leuten, die da kommentiert haben, was es da ja für eine Scheiße wirklich auch geschrieben wurde. Wer sowas meint, kann gerne bei wem anders Videos gucken. Ich kann euch versichern, dass ich gar keine Lust habe, zweimal so ein Video zu drehen, zweimal gegen denselben Gegner zu spielen, nur um weiterzukommen. Und wir haben ja schon gesehen, wir gewinnen ja gar nicht jede Saison alle Titel, weil wir wirklich ehrlich spielen und weil wir, wenn wir rausfliegen, rausfliegen. Dann sind wir eben raus, dann ist es und dann akzeptieren wir das und wir probieren es besser zu machen. Deswegen schade, dass von vielen von euch die Leistung gegen Prag runtergezogen wurde, weil es daran lag, dass die Spielschwierigkeit runtergestellt wurde. Alles klar, wer das meint, wie gesagt, kann gerne woanders hingehen. Heute gegen Gladbach spielen wir natürlich wieder auf Legende, wie die letzten Spieler logischerweise auch und wollen das Ding gewinnen. Heute werden wir auf jeden Fall rotieren, das ist klar. Wir spielen, wo ist eigentlich Matthijs de Ligt? Ach stimmt, der ist ja verletzt, also werden wir heute auf jeden Fall rotieren, auch wenn Gladbach ein starker Gegner ist. Aber ein paar Spieler brauchen einfach eine Pause. Deswegen ja, kommt Stambouli auf jeden Fall rein. Naldo würde ich auch eine Pause geben, da stellen wir Sané dann für in die Mitte. Todibo kann dann mit auf die Bank, den können wir dann auch mal einwechseln. Dann auf der 6er-Position Omar Mascarell, Caligiuri rechts, Max links, Harit zentral, das passt auf jeden Fall. Hakim Ziyech hat auch wirklich zuletzt ein paar richtig gute Partien gemacht. Kommt dann in der nächsten Partie wahrscheinlich wieder von Beginn an und vorne drin Cedric Teuchert und Memphis Depay. Guido Burgstaller aber doch heute komplett außen vor. Aktuell kann er einfach nicht überzeugen und da macht es auch nicht wirklich viel Sinn, ihn mitzunehmen. Dann können wir vielleicht nochmal Cox mitnehmen und auch Schwarz und dann passt das auch. Dann können wir in die Partie hineingehen. Und hier sind wir also im Borussia Park. Ein Flutlichtspiel bei Regen. Es ist immer eine besondere Atmosphäre. Hoffen wir mal, dass wir diese Atmosphäre nutzen können und das Ding heute gewinnen. Gladbach ein sehr, sehr starker Gegner. Wir haben sehr stark rotiert. Das müssen wir aber auch eben tun, weil wir platte Spiele hatten. Und Memphis Depay steht auf Rang 3 der Torjägerliste. Klar, Platz 1 wird wahrscheinlich ganz klar an Kevin Volland gehen. Aber trotzdem, Depay spielt eine überragende Saison. Und da hoffen wir natürlich, dass er auch heute wieder treffen kann. Wäre auf jeden Fall wichtig. Wir gehen nun in die Partie hinein. Gladbach hat Anstoß und das Spiel läuft somit. Also Borussia Mönchengladbach, unser Gegner heute. Und ein Sieg wäre wichtig. Vielleicht patzt der Bayern dieses Wochenende auch mal. Und dann können wir näher rankommen. Und das ist natürlich auch das klare Ziel, dass wir in den Meisterschaftskampf auf jeden Fall dann nochmal mindestens einsteigen können, wenn nicht sogar die Meisterschaft holen können. Daniel Caligiuri holt hier den ersten Eckball raus, der nun von Memphis Depay kommen wird. Und der kommt nicht schlecht, aber Sommer ist dort zur Stelle vor Daniel Caligiuri. Und somit wieder Gladbach im Ballbesitz. Teuchert, schade, wäre da fast rangekommen. Und nun Alan und Jonas Hofmann, Torgen Hazard. Und kriegen wir den, ne, leider nicht. Gladbach bleibt hier im Ballbesitz. Wieder mit Hazard gegen den Dika. Sehr, sehr gut. Und nun die Chance, hier schnell umzuschalten. Mit Teuchert, mit Depay und wieder mit Cedric Teuchert, der ja im letzten Jahr sogar an Borussia Mönchengladbach verliehen war. Im Winter zurückgekehrt und nun spielt er durchaus auch eine überraschend gute Rolle. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass Embolo und vor allen Dingen auch Guido Burgstaller zuletzt alles andere als überzeugt. Embolo kam zuletzt wieder auch gegen
Slavia Prag hat er ja ein Tor gemacht, aber trotzdem so richtig überzeugend war er nicht. Und hier die erste dicke Chance für Gladbach durch Jonas Hofmann. Zum Glück war das nur das Außennetz. Haben wir durchaus Glück gehabt, dass da nicht mehr passiert ist. Salif, Sané, Suat, Serra und Teuchert. Depay, Serra und Teuchert geht. Sehr guter Lauf, wie guter Pass und Teuchert! Mit dem 1:0 für uns nach 18 Minuten. Und da hat er endlich sein Tor, worauf er ja die letzten Spiele auch gewartet hat. Und das hat er sich verdient. Er spielt richtig gut. Und hier Suat, Serra, wunderbares Zuspiel hier. Und dann Teuchert macht es im Stile eines Goalgetters, das kann man nicht anders sagen. Super Bewegung, steht nicht optimal zum Tor, macht's dann aber extrem stark und bringt uns somit verdient mit 1:0 in Führung. Gut, verdient ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir kamen hier durchaus gut rein vom Ballbesitz. Sehr klar, Gladbach hatte die erste gute Chance, aber da ist dann eben das 1:0 für uns. Was auf jeden Fall das Spiel jetzt natürlich viel, viel leichter macht. Sehr gut gespielt, Philipp Max, Teuchert, kommt da nicht ran, aber wir bleiben im Ballbesitz mit Caligiuri, mit Depay, aber der kommt nicht ran. Und mit Loikier, Alassana, Plea und sehr, sehr stark von Ndika, das war auch wichtig. Und somit wieder Ballbesitz für uns, Depay, Memphis, Depay, Suat, Serra, Teuchert. Nimm Mascarell mit. Omar Mascarell, Teuchert. Und nochmal. Mascarell, wir bleiben hier dran. Und Teuchert nun im 16er. Aber kann sie nicht durchsetzen. Somit können sie erstmal klären. Und den. Kriegen wir den? Ne, kriegen wir nicht. Stamboli kommt dann nicht so richtig in den Zweikampf rein. Und somit bleibt Gladbach hier jetzt mal im Ballbesitz mit Loikier. Nun über die linke Seite. Und ein Dika, gut verteidigt, geht auf Nummer sicher. Erstmal Einwurf für die Gladbacher. Alan gegen den Dika, gut. Und Stamboli macht es dann noch besser. Da gibt es Aufschrei vom Publikum, aber das war kein Foulspiel. Da gibt es für mich auch nicht viel zu diskutieren. Und somit nun die Chance, schnell umzuschalten. Mit Tarit, mit Daniel Caligiuri. Auf dessen Position hat Steven Skripski aktuell so stark spielt. Und nun Philipp Max. Philipp Max! Aber Jan Sommer ist zur Stelle. Aber mal wieder eine Chance hier für uns. Hat ein bisschen gedauert, bis wir mal wieder für Gefahr sorgen konnten. Weil logischerweise auch Gladbach nun stärker offensiver wird. Stamboli. Caligiuri, sehr gut gespielt. Amina Reed. Ah, nicht optimal. Dieser Pass auf Memphis. Depay. Und das ist sehr gut gespielt. Loikier. Gegen den Dika, Flanke kommt, Serra muss den haben, hat den auch, klärt aber in den 16er hinein und dann Sané und der Abschluss dann, keine Gefahr für unser Tor. Und somit noch wenige Sekunden zu gehen, bis zur Pause. Oh, und den Dika, bislang komplett gelobt, aber hier mal mit einem unnötigen Fehlpass, Fährmann ist raus und ich glaube Sané, oder hat ihn dann, oder war es Fährmann sogar selber? Loikier hat dann die dicke Chance und ja, Sané überragend, wie er da noch rettet. Ansonsten hätte es wahrscheinlich geklingelt. Und das natürlich extremst negativ für uns. Und da ist die nächste richtig gute Chance für Gladbach, Tompkins. Und dann haben wir Glück, dass auch der nicht reingeht. Abschluss Fährmann. Die müsste eigentlich Pause sein, so ist es jetzt auch. Also 1:0 Führung für uns ist insgesamt dann doch schmeichelhaft geworden. In Gladbach wurde hier stärker, hat ein paar richtig, richtig gute Chancen. Wir sind allerdings dank Cedric Teuchert in Führung gegangen. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt auch mal bringen. David Neres für Memphis, Depay, der heute nicht so extrem auffällig war. Und dann noch McKennie für Harit, dass wir im Zentrum vor allem noch mal ein bisschen sicherer und ein bisschen auch defensiver werden. Und dann gehen wir in die zweite Hälfte hinein, wir haben Anstoß. Weiter geht's hier im Borussia Park mit Suat, Serra und natürlich werden 2:0. Sehr, sehr wichtig, würde unserem Spiel nochmal mehr in die Karten spielen. Denn wir mögen es ja wirklich, wenn wir kontern können, wenn wir ja erstmal defensiv gut stehen und dann eben schnell umschalten. Auch wenn das jetzt hier mal ja keine defensive Stabilität war, was wir gerade mit Stamboli gezeigt haben. Hazard spielt das gut mit Kastrop und Philipp Max holt er sich da die Kugel. Nee, Kastrop kriegt den durch. Und Loikier legt ab, Stamboli abgeblockt und dann gibt es Abstoß.
Also Gladbach hier mit wirklich ein paar guten Schussversuchen, aber oft kommen sie gar nicht so richtig durch. Also das kriegen wir schon wirklich dann noch gut verteidigt. Und nun Dika. Der hat auch einen wirklich guten linken Fuß fürs Aufbauspiel. Und das macht dann Mascarell wirklich stark. Caligiuri, Cedric, Teuchert. Oh, ist das gut gespielt. McKenny, Weston McKenny! 2-0! Und dann geht's natürlich zu den Fans. Und das 2-0 ist natürlich glücklich für uns. Das muss man so klar sagen. Das ist eigentlich nicht verdient. Aber wir sind unheimlich effektiv. Und Weston McKenny, der Joker-Stich. Caligiuri, super Pass von Mascarell. Teuchert, wunderbares Zuspiel. Exzellent gespielt. Und McKenny, überragender Laufweg, der Abschluss sehr platziert. Lester Sommer keine Chance, er streckt sich wie er will, aber da kommt er nicht ran. Und McKenny mit dem wichtigen 2-0 für uns. Wie gesagt, es ist nicht verdient, aber es ist wichtig natürlich für uns, denn nun muss Gladbach noch offensiver spielen und das heißt, es gibt noch mehr Räume fürs Kontern, fürs schnelle Umschaltspiel für uns. Und das ist natürlich sehr, sehr gut für unser Spiel, vor allem aber auch wahrscheinlich dann fürs Ergebnis. Sané blockt den ab und nochmal Player. Und Abstoß. Fährmann, Stambouli. Salif. Sané und Mascarell. Neres. Und Teuchert läuft da ein. Guter Laufweg, gutes Zuspiel. Teuchert dich nochmal ab für Neres. Und Jan Sommer. Aber nochmal Gefahr. Da kommt Philipp Max. Philipp Max. Aber den packt sich dann Jan Sommer ohne größere Probleme. Mascarell und McKenny. Caligiuri, Mascarell. Philipp Max macht mit. Mascarell heute auch mit einer richtig guten Vorstellung. McKenny. Aber dann ticken zu kompliziert. Mascarell. Sehr gut gespielt. Philipp Max und Cedric Teuchert. Aber Sommer. Aber wirklich positiv hier. Wir machen jetzt selber das Spiel. Lassen Gladbach gar nicht nach vorne kommen. Auch das ist natürlich eine wirklich gute Möglichkeit, so ein 2-0 zu verteidigen. Den Gegner ist gar nicht vors eigene Tor kommen zu lassen. Serdar ticken zu spät, wird wahrscheinlich noch eine gelbe geben. Aber jetzt kommt erstmal Gladbach, aber Sané hält da hinten den Laden sehr, sehr gut zusammen. Und nochmal die Chance und der ist drin! 1-2, Gladbach ist wieder da. Und es war die 28, es ist Matthias Ginter. Dass der mal so einen raushaut, das gibt es doch gar nicht. 74. Minute, Gladbach zurück in der Partie, aus dem Nichts. Wir waren selbst wirklich stärker und hier Ginter legt sie sich auf dem linken, auf den schwächeren linken. Haut den da raus, ich glaube, der war auch noch abgefälscht. Muss eigentlich gewesen sein, sonst hätte den Fährmann gehabt. Oder sonst wäre der gar nicht reingegangen, oder? Ah, der dreht sich natürlich fies weg. Und somit würde ich sagen, wechseln wir nochmal aus. Stambouli wirkte zuletzt nicht mehr sicher. Und für den bringen wir nun also Todibo und dann noch. Ja gut, dann haben wir ja schon dreimal gewechselt. Also Todibo nun für Stambouli. Vielleicht defensiv dann nochmal einen Ticken sicherer. Oh, Anstoß nun für uns. Also eine gute Viertelstunde ist jetzt noch zu gehen. Es wird auf jeden Fall nochmal spannend. Todibo hier mit seinem ersten Ballkontakt. Caligiuri. Und Teuchert. Und wir hatten gute Möglichkeiten hier aufs 3-0. Das war eine wirklich vielleicht die stärkste Phase in der Partie, obwohl wir da nicht mal ein Tor gemacht haben. Und jetzt Teuchert. Cedric Teuchert! Da muss er doch das Tor machen. Exzellente Reingabe von Philipp Max und Teuchert. Muss den eigentlich dann nur noch einnicken. Dicke, dicke Chance, die wir da liegen gelassen haben. Abstoß Gladbach, Jan Sommer. Lang und weit auf Thorgan Hazard gegen Max. Sehr gut gemacht. Serdar übernimmt heute Verantwortung im Mittelfeld. Neres, gute Flanke. McKenny, McKenny, McKenny! 3-1. Und das muss doch jetzt eigentlich die Entscheidung sein. 80. Minute, 10 Minuten vor dem Schluss. Pfiff. Machen wir hier das 3-1. Weston McKenny, der Joker mit dem Doppelpack. Neres, super Reingabe. Teuchert kommt nicht ran. McKenny nimmt den überragend mit der Hacke. Macht er das richtig gut und dann steht er vor Sommer und stochert den da über die Linie mit dem linken Fuß. Doppelpack McKenny, sein viertes Saisontor. Richtig starke Leistung heute von ihm. Und somit das Wichtige, das Verdiente 3-1. Geht auf jeden Fall in Ordnung aufgrund der letzten Minuten. Player probiert es nochmal. Aber den hat Fährmann natürlich, Todibo.
Und Mascarell kriegt da den. Nee, war nicht gut gespielt von Todibo. Und Dika. Oh, und Mascarell, super, wie sie das zusammen machen, aber trotzdem bleibt Gladbach hier im Ballbesitz. Sané. Und noch einmal. Und somit Abschluss für uns Fährmann und Dika. Ja, stellt Gladbach gut zu, aber wir spielen es auch sehr, sehr gut aus. Ohne den Ball hier lang nach vorne zu hauen, bleiben wir in Ballbesitz und haben nun die nächste Chance durch Neres. David Neres. Uiuiui. Schwacher Abschluss hier. Da war viel, viel mehr möglich. Also da hätte eigentlich es 4-2-1 fallen müssen. Abschluss Sommer. Und Suat Serda Teuchert. Suat Serda, sehr gut gespielt. Suat Serda durch die Beine von Sommer, aber der kann ihn noch abfälschen. Und somit geht er nicht ins Tor. Aber auch das wieder exzellent von Suat Serda. Ah, sehr schön gespielt. Neres. Einmal Ginter zur Stelle. Und da ist der Apfel von Wir schlagen. Somit Borussia Mönchengladbach verdientermaßen mit 3-1. Eine wirklich gute Partie von uns. Cedric Teuchert war richtig stark. McKennie war richtig stark. Serda. Die alle waren heute wirklich die stärksten Spieler, haben richtig gut gespielt. Und somit gewinnen wir verdientermaßen mit 3-1 gegen die Borussia aus Gladbach. Gucken wir natürlich, was Bayern gemacht hat. Bayern muss noch spielen. Da gehen wir jetzt mal einen kurzen Tag vor. Und Bayern hat leider auch gewonnen. Also wir bleiben den knapp auf den Fersen mit 6 Punkten Abstand. Die patzen nicht. Wir aber aktuell auch nicht. Ich hoffe, es geht so weiter. In der nächsten Folge dann gegen Frankfurt. Da bin ich sehr gespannt, was sie da leisten werden. Ich bin wirklich gespannt, aber ich glaube auch, dass wir da wirklich wieder gewinnen können. Dann spielen wir nämlich zu Hause wieder gegen Frankfurt und da soll der nächste Sieg her, also die nächsten 3 Punkte. Ich hoffe, du bist auch wieder mit dabei und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.